viele Schauspieler und viele Prominente, die auch herkommen, die engagieren sich. Es gibt so viele, die ihre Prominenz nicht einsetzen. Für Sie ist das wichtig. Was ist Ihnen das Wichtigste bei Ihrem Engagement für eine grüne Technologie und eine Zukunft? Ja, das Wichtigste ist, dass wir die Zukunft überhaupt noch einigermaßen erleben können. Denn ich glaube, wir hängen ein bisschen am seidenen Faden in unserer Welt und kapieren das eigentlich erst sehr spät und manchmal eben auch nicht konsequent genug. Und wenn man dann qua Persönlichkeit auch noch vielleicht dazu aufgefordert oder eingeladen, da ein bisschen mithelfen kann, das ins Bewusstsein, in das Richtige zu rücken, dann bin ich gern dabei. Ich war im letzten Jahr ja auch dabei und ich bin jetzt sozusagen Botschafter auch für den Clean Tech Award und werde nachher auch ein Grußwort an die Gäste richten. Und ja, so schaue ich auch nicht den Weg von Berlin hierher. Das letzte Jahr und die Jahre davor, die haben ja immer wieder gezeigt, da passiert wirklich was. Man spürt das von den Errungenschaften oder den Technologien, die es gibt. Welche ist die, wo Sie sagen, das ist wirklich toll, dass das jetzt schon wirklich ein Schritt weiter ist? Na gut, also was ich besonders gut finde, ist, dass die Automobilindustrie, die ja wirklich über 10 Jahre immer nur darüber geredet hat, jetzt allmählich in die Puschen kommt. Heute sind wir schon mit Elektroautos hier vorgefahren. Das finde ich schon gut und ich denke, dass das natürlich, auch wenn es im Moment alles ein bisschen kompliziert ist, man braucht immer einen Anfang und in 10 Jahren werden wir sagen, oh, weißt du noch, wie groß damals die Batterien waren, heute haben wir sie so klein. Also irgendwann muss ja mal der Anfang gemacht werden und ich finde, da hat man wirklich lange Jahre das ein bisschen verschlafen, aber ich bin froh, dass man halt jetzt auf dem Weg ist, es zu machen. Viele Dinge sind mittlerweile Gott sei Dank ins Bewusstsein der Gesellschaft gerückt, sodass wir also Hoffnung haben, dass vielleicht doch noch das eine oder andere Übel abgewendet werden kann. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön.